Hallo YouTube und hallo liebe Abonnenten und hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Rise, Son of Rome. Und ja, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und gleich weiter mit dieser Tür. Da geht's hoch. Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Kollektiv auch noch. Hier liegt aber schon ein bisschen länger hier. Wer wird uns helfen? Es gibt kein sauberes Wasser, keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen? Welches Essen? Ich muss darum betteln! Hast du dich verirrt? Nein. Ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie alles in Rom. Tja. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit.
und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Ah! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Ich hätte ihn lieber von hinten erstochen. Pass auf dich auf, Herr Mann.
Freund, hast Potenzial. Du bist fantastisch. Verleihen wir der Sache etwas Würz. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streiter. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Machen wir es dir aber nicht zu leicht. Zeit für die Aufspießer. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du. Na, hoffentlich kann ich den jetzt mal killen hier. Mit Zeit. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feindschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Blut. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten.
Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Ja, wie er schon sagte, der erste Sohn des Kaisers ist tot. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Glühenden Macht erzittern.
So, wir sind bei 20 Minuten und 21 Minuten sogar schon. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen in der Arena, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dann.